Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Auslegung zu den acht Nachtgesichten Sacharjas. Nachdem wir jetzt die ersten Pferde uns angeschaut haben, im ersten Nachtgesicht, schauen wir uns jetzt mal einfach, machen mal einen Sprung und schauen uns mal das letzte Nachtgesicht an und die Pferde, die dort aufgezählt werden. Dann haben wir mal so zwei Ankerpunkte ganz am Anfang und ganz am Ende und auch in der Mitte. Schauen wir uns dann als dritten Teil nochmal diesen Leuchter mit den beiden Ölbäumen an. Und dann haben wir schon drei Fixpunkte, die wir definieren können. Und von den Fixpunkten, da füllen wir dann die Zwischenräume dann auf und dann haben wir nachher ein komplettes Bild. Das ist mal das, was ich so vorhabe jetzt in den Clips. Also gehen wir jetzt mal rein in den Text und schauen uns mal diese Pferde an, die im letzten Nachtgesicht gezeigt werden. Die kennen wir schon, die können wir jetzt auch zuordnen, wenn ihr die Clips vorher angeschaut habt über die endzeitlichen Strukturen. Um das kurz vorwegzunehmen, da gibt es halt drei Staaten, drei politische Gebilde, die wichtig sind, die Daniel erwähnt und die Offenbarung. Das erste ist natürlich das Reich des Antichristen aus Damaskus hervorgehend, Syrien. Das ist der große Herrscher, der in der letzten Zeit dann wieder aufkommt, politischer Herrscher, der Antichrist, der wird auch zum Schluss alle diese Reiche dann auch unter seiner Ägide dann vereinen. Der zweite Player, der kommt, also dieser erste jetzt, von dem wir sprechen, das ist der König des Nordens sozusagen in Daniel, so wird er gezeichnet. Der hat historische Entsprechungen, aber Daniel macht einen Sprung in die Endzeit und kommt dieser König des Nordens erstaunlicherweise wieder auf. Johannes beschreibt das so, dass er von einem Tier spricht, das die Wunde vom Schwert hatte und dann wieder lebendig wurde. Da geht es nicht um eine Wiederauferstehung irgendeines Menschen, sondern da geht es ganz einfach um das neue Aufkommen eines politischen Reiches, so wie wir das aus der Antike schon kennen. Also dieses Endzeit-Tier ist nicht der Antichrist in Person, sondern das antichristliche Reich. Und dieses Reich hatte die Wunde vom Schwert, wenn man so sagen will, nach Antiochos Epiphanes, als der dann gestorben ist. Der wurde ja erschlagen bei einem Tempelraub irgendwo im Nahen Osten, als er da unterwegs war von der Bevölkerung. Da hat praktisch dieses Endzeit- oder dieses antichristliche antike Vorgängerreich die Wunde vom Schwert bekommen. Und in der Endzeit kommt dieses Reich wieder auf. Also nicht eine Auferstehung von einer einzelnen Person, ist aber nochmal ein anderes Thema. In der Endzeit haben wir auf jeden Fall dieses neu aufkommende syro-ephraimitische Konstrukt unter der Führung von Damaskus. Und als zweites Weltreich haben wir den König des Südens, oder als Reich, das ist ja kein Weltreich dann, aber den König des Südens, das heißt Ägypten. Ägypten spielt eine Rolle in der Endzeit, haben wir auch schon gesehen in Daniel 11, dass dieser endzeitliche Konflikt nämlich gar nicht vom Antichristen angezettelt wird, sondern dass der König von Süden gegen den König des Nordens zieht. Auch wichtig zu wissen, auch bisher meiner Meinung nach nirgendwo groß erwähnt worden, aber wichtig in unserem Zusammenhang. Also als zweites haben wir dann den König des Südens, das ist Ägypten. Und der dritte Player, den wir in der Endzeit haben, das sind die Könige östlich des Euphrat, die dann auch noch in dieses Endzeitgeschehen eingreifen. Assyrien, der heutige Iran, Irak irgendwo. Ob diese politische Struktur, die wir heute kennen, in der Endzeit noch sein wird, das weiß ich nicht. Ich setze auch nicht unbedingt voraus, dass wir heute in der Endzeit leben und deswegen die Bibel so lesen müssen. Das tue ich gar nicht, sondern ich sage einfach nur, was schreibt denn die Bibel, unabhängig von dem, was wir jetzt sehen. Es mag sein, dass die politischen Strukturen, die wir heute kennen, von denen wir heute ausgehen, als ob sie statisch wären und in alle Ewigkeit bestehen würden, dass die vollkommen zusammenbrechen. Denn das Meer wird aufgewühlt, die Wellen gehen hoch und aus diesem aufgewühlten Völkermeer entsteht plötzlich das Reich des Antichristen. Es mag also sein, dass die politischen Strukturen, die wir heute kennen, in der Endzeit, ob das jetzt in naher oder ferner Zukunft ist, lasse ich mal dahingestellt, dass auf jeden Fall diese politischen Strukturen, die wir heute kennen, in der Endzeit überhaupt nicht Voraussetzung sind, sondern dass da ganz neue, ganz andere Strukturen sein können und sehr wahrscheinlich sogar sind. Das heißt, wir müssen uns also in unseren endzeitlichen Vorstellungen an das halten, was die Bibel sagt und nicht an das, was wir sehen. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, ja. Okay, also endzeitlich haben wir also dieses syrische Reich, was zum Weltreich wird, das kleine Horn, von dem Daniel 7 und Daniel 8 spricht. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, müsst ihr euch den Clip anschauen. Das heißt also, dieses kleine Horn, das ist Damaskus, das kommt auf, das ist ein kleines Horn. Der Antichrist ist klein, schwach,
zu Beginn, der wächst sehr schnell und wächst zum Weltreich, der wächst zu einem gigantischen Weltreich, größer als das von Alexander dem Großen. Aber zu Beginn ist das ein kleines Horn, sagt die Bibel. Ja, und das sind ja dynamische Prozesse in der Endzeit. Wir dürfen das nicht so statisch verstehen, sondern wir müssen diese Dynamik uns vorstellen, dass das eine schnelle Entwicklung ist. Innerhalb von 7 Jahren wird da in der Bibel eine dynamische Entwicklung beschrieben. Und dieses Endzeitreich kommt auf. Das heißt also, wir haben Damaskus, der König des Nordens, Syrien als eine politische Größe. Wir haben Ägypten, den König des Südens, als zweite politische Größe. Und als dritte politische Größe haben wir Assyrien, das antike Assyrien, das heutige Iran, Irak und das Endzeitreich, wie auch immer. Die Bibel sagt einfach, Johannes sagt einfach nur dazu, die Könige östlich des Euphrat, die werden dann kommen und in diese endzeitliche Auseinandersetzung auch eingreifen. Jetzt gehen wir mal zu den Pferden und schauen die uns mal im Detail an. Ich glaube, das wird interessant. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Gewinn beim Zuschauen. Also lesen wir zunächst mal den Text, Sacharja 6. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da waren 4 Wagen, die gingen zwischen 2 Bergen hervor. Die Berge aber waren Eon. Am 1. Wagen waren rote Rosse, am 2. Wagen waren schwarze Rosse, am 3. Wagen waren weiße Rosse, am 4. Wagen waren scheckige, starke Rosse. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die 4 Winde unter dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande. An dem die schwarzen Rosse waren, die gingen gegen Mitternacht, und die weißen gingen ihnen nach, aber die scheckigen gingen gegen Mittag. Die starken gingen und zogen um, dass sie alle Lande durchzögen, und er sprach, geht hin und durchziehe die Erde, und sie durchzogen die Erde. Und er rief mich und redete mit mir und sprach, siehe, die gegen Mitternacht ziehen, machen meinen Geist ruhen im Land gegen Mitternacht. Also im 1. Nachtgesicht hatten wir insgesamt 3 rote Pferde. Ein rotes, auf das rote folgt noch ein rotes Pferd und dann folgt ein braunes Pferd oder rotbraunes Pferd, manche sagen auch leuchtend rotes Pferd, je nach Übersetzung, und dann noch ein weißes Pferd. Diese Pferde haben keine Wagen, die ziehen also keine Streitwagen, so wie wir später dann auch sehen, sondern die sind ohne Streitwagen. Und der Text sagt auch, dass alle Völker still sitzen, alle sind ruhig, es gibt keinen Krieg, deswegen ziehen die auch keine Kriegswagen, keine Streitwagen hinter sich her. Dann haben wir gesagt, dass diese 3 roten Pferde für Babylon, Medo-Persien und Alexander den Großen stehen. Und das letzte weiße Pferd, das ganz anders ist als die 3 vor ihm, weil es halt weiß ist, während die anderen 3 alle rot oder rotbraun sind oder leuchtend rot, alle in Rottönen. Dieses letzte Pferd ist ganz anders als die vorigen und das ist ein Bild auf das endzeitliche antichristliche Reich. Da ist ein Zeitsprung zwischen, ganz ähnlich wie auch in Daniel, wo auch ein Zeitsprung gemacht wird von Antiochos Epiphanes auf den letzten Herrscher, auf den Antichristen, auf den letzten endzeitlichen politischen Herrscher, der sehr ähnlich ist wie Antiochos Epiphanes, aber doch erst in der Endzeit kommt. Und so ist es auch hier mit den Pferden. Dieses weiße Pferd ist auch ein Pferd, aber es ist ganz anders gefärbt als die anderen. Und diese 4 Pferde stehen für 4 Weltreiche, wie gesagt, die ersten für Babylon, Medo-Persien, die sind beide rot, die lagen auch geografisch sehr deckungsgleich. Das Reich Alexanders des Großen ist auch rötlich, gehört auch zu den beiden vorigen, ist aber rot-braun oder leuchtend rot, unterscheidet sich etwas davon, weil sein Weltreich dann doch deutlich größer war als die beiden Vorgängerreiche. Und dann haben wir zum Schluss nochmal dieses weiße Pferd, das für das Reich des Antichristen steht. Auf einem der roten Pferde sitzt ein Reiter. Da haben wir gesagt, dieser Reiter ist ein Bild dafür, dass dieses Pferd, dieses Weltreich zur Zeit der Abfassung von Sacharja herrscht. Das war Medo-Persien. Der Reiter, der auf dem Pferd sitzt, ist der Engel des Herrn, das ist Christus. Wir sehen auch hier, Christus ist der Herr der Welt. Nicht die medopersischen Könige regieren die Welt, sondern letzten Endes ist Christus der, der die Wege führt, auch die Wege der Könige führt bis heute und der im Regiment sitzt.
Das klingt zunächst ein bisschen erstaunlich, dass der Engel des Herrn auf diesem Pferd sitzt. Man hätte da vielleicht einen der persischen Könige erwartet. Aber die Bibel zeigt uns, dass der Herr der Welt Christus ist, egal welcher Herrscher die Welt augenscheinlich beherrscht. Der Herr der Welt ist nur einer und das ist Jesus Christus. Der sitzt also auf einem dieser roten Pferde, auf dem medopersischen Pferd zur Zeit der Abfassung des Propheten Sacharja. Das ist ganz interessant zu sehen, weil die Beziehung jetzt zu dem achten Nachtgesicht ist ganz ähnlich. Im achten Nachtgesicht haben wir auch ein rotes Pferd, ein schwarzes Pferd, ein weißes und ein geschecktes Pferd. Und wenn wir die Deutung jetzt hier durchgängig vornehmen, dann können wir sagen, dass dieses weiße Pferd für den Antichristen steht. Dann bleibt aber die Frage offen, wofür die drei übrigen stehen. Da ist es dann interessant, dass dieses rote Pferd oder die roten Pferde nicht weiter erwähnt werden. Die werden zwar benannt, aber es wird nicht gesagt, wo die hinziehen. Das ist meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass diese antiken Reiche, nämlich dieses antike Babylon, antike Medopersien, das antike Reich Alexanders des Großen in der Endzeit so gesehen keine Rolle mehr spielt, weil die alle in diesem weißen Pferd des Antichristen zusammengefasst sind und darin auch aufgehen. Das haben wir in einem anderen Clip auch schon mal gesehen, dass dieses endzeitliche Tier sehr den Vorgängerreichen ähnelt. Das steht in Offenbarung 13, kann man das zum Beispiel sehen, dass aus dem aufgewühlten Meer ein endzeitliches Tier auftaucht, das dem Parder, dem Bären und dem Löwen gleicht. Und wir haben damals auch gesagt, dass das Bilder sind für Babylon, Medo-Persien und Griechenland, allerdings in umgekehrter Reihenfolge, wie Daniel die erwähnt. Daniel erwähnt in seiner Prophetie den Löwen, den Bär und den Parder, also Babylon, Medo-Persien und dann Alexander, während Johannes das rückwärts aufzählt, so als ob Gott die Zeit wieder rückwärts drehen würde und diese antiken Weltreiche dann noch wieder aufsucht. Aber diese antiken Weltreiche Babylon, Medo-Persien und Alexander der Große gehen auf in dem antichristlichen Reich in der Endzeit. Und jetzt wird's interessant, weil wir nämlich jetzt noch drei Pferde haben, nämlich schwarze, weiße und gescheckte, und die durchziehen die Erde. Wenn dieses letzte Nachtgesicht ein Bild ist auf die Endzeit, dann müssten wir in der Endzeit ja auch drei Reiche haben. Das haben wir eben auch schon mal gesehen. Diese Endzeitreiche sind auch drei Reiche, nämlich das Reich des Antichristen, das Reich der Ägypter, des Königs des Südens und das Reich der Neo-Assyrer, der Könige östlich des Euphrat. Und hier schließt sich dann auch der Kreis. Das, was wir in den vorigen Clips schon mal für die Abfolge der 70. Jahrwoche festgestellt haben, dass nämlich in der Endzeit diese drei Reiche, Neo-Ägypten, Neo-Syrien und Neo-Assyrien, wieder eine Rolle spielen, sehen wir hier auch bei den Pferden. Das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, warum die roten Pferde hier nicht weiter erwähnt werden, weil die in der Endzeit keine Rolle mehr spielen. Das sind antike Reiche, antike Weltreiche, die nicht mehr in der Endzeit auftreten, sondern in der Endzeit haben wir Ägypten, Syrien und die Könige östlich des Euphrat. Das wäre dann also deckungsgleich mit dem, was wir auch schon gesagt haben. Und damit schließt sich dann auch schon der Kreis. Diese starken Rosse durchziehen dann auch die Erde, und zwar mit Streitwagen jetzt, denn in der letzten 70. Jahrwoche geht es um sehr starke militärische, politische Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Deswegen durchziehen diese drei Pferde die Erde. Wir haben davon gesprochen, dass in Daniel 11 steht, dass der König des Südens nach Norden zieht und dort Jerusalem einnimmt. Ein alttestamentliches Bild dafür ist zum Beispiel Gal. Da haben wir im Detail auch schon mal drüber gesprochen. Das würde jetzt zu weit führen, das nochmal zu wiederholen. Wie gesagt, Gal ist ein Bild dafür. Sehr, sehr interessant zu sehen, dass diese endzeitlichen Strukturen schon so tief im Alten Testament auch erwähnt werden. Aber der König des Südens, der zieht gegen den König des Nordens. Der beginnt eigentlich die Auseinandersetzung und der erobert, genau wie Gal, Jerusalem. Und darauf reagiert der König des Nordens, dann der endzeitliche Antichrist. Der zieht von Damaskus runter nach Jerusalem, kämpft gegen den König des Südens, überwindet ihn und ihm wird dann auch gelingen, was dem antiken Antiochus Epiphanes nicht gelang, so formuliert auch Daniel in Daniel 11. Der wird nämlich dann Ägypten erobern, das ist dem historischen Antiochus Epiphanes nicht geglückt.
der musste dann nach Hause ziehen, weil die Römer ihm in den Weg getreten sind. Aber dieser endzeitliche König aus Damaskus, dem wird das gelingen. Und das haben wir zweimal, die Formulierung in Daniel 11, auch interessant zu sehen. Der wird Ägypten erobern, der wird sogar ganz Nordafrika erobern, Libyen, Äthiopien, Kusch sind alle in seinem Gefolge. Und während er seinen erfolgreichen Afrika-Feldzug unternimmt, kommen von Norden die Neo-Assyrer, das kann jetzt Iran oder das ist zumindest das geografische Gebiet des heutigen Iran, Irak. Ob es diese politischen Strukturen in der Endzeit dann noch gibt, ist ja fraglich. Ich will das nicht in Abrede stellen, aber es muss nicht unbedingt so sein. Aber diese Könige vom Osten des Euphrats, die ziehen dann nach Süden, von dort dehnt sich deren Reich aus. Die greifen dann auch Damaskus an, das ist in Jesaja 17 dann beschrieben, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Damaskus dann keine Stadt mehr sein wird, dann zerstört werden wird, weil die Neo-Assyrer von Norden dann nach Süden vordringen, in Richtung Syrien Damaskus erobern und sich dann in der Ebene von Harmageddon lagern. Das sind dann in diesem Bild die schwarzen Pferde. Und dann kommt der Antichrist von Nordafrika und zieht nach Harmageddon, um sich dort mit dem Neo-Assyrer zu messen. Die Schlacht findet aber nicht statt, weil die Entrückung geschieht. Beide lassen voneinander ab und ziehen nach Jerusalem, um die Stadt endgültig dem Erdboden gleichzumachen. Und dann kommt Christus wieder. Das war die Struktur, die wir damals gezeichnet haben. Die finden wir jetzt hier auch wieder im Nachtgesicht. Diese drei Reiche sind halt symbolisiert durch die schwarzen, weißen und gescheckten Pferde. Und der Text sagt ja auch, siehe, die gegen Mitternacht ziehen, machen meinen Geist ruhen im Lande gegen Mitternacht, und zwar im Zorn. So übersetzen auch manche Bibelübersetzungen, dass nämlich diese beiden, der Antichrist und der Neo-Assyrer, von Harmageddon gemeinsam nach Jerusalem ziehen, die Stadt angreifen und sogar noch einmal erobern und so an Gottes Stadt schuldig werden. Der Antichrist wird sein Ende auf dem werten heiligen Berg finden, Daniel 11, und Assyrien wird von Jerusalem nach Harmageddon vertrieben und dort zwischen dem Meer gegen Westen, dem Mittelmeer, und dem Meer gegen Osten, dem See Genezareth, verfaulen. So steht es im Propheten Joel. Diese starken Pferde gehen und ziehen um und durchziehen alle Lande. Also das ist im Prinzip dann die biblische Perspektive, die hier eingenommen wird, nämlich im Nahen Osten vom Gebiet des Euphrat und Tigris bis rüber nach Libyen. Das bedeutet die Formulierung alle Lande durchziehen. Die kämpfen gegeneinander, wie wilde Tiere versuchen, die Macht an sich zu ziehen und in der Endzeit die Geschicke in jeweils ihre Richtung zu lenken, bis Christus dann wiederkommt auf den Ölberg, seine Stadt verteidigt, seine Leute rettet, alle Endzeitreiche dann zerstört, so wie auch in Daniel in dem Standbild berichtet ist, dass dieser Stein vom Berg herabgerissen wird ohne Hände und das ganze Standbild dann zerschlägt und selber zu einem großen Felsen wird, der die ganze Erde füllt. Das ist im Standbild so bildhaft dargestellt. Hier ist es so, dass diese endzeitliche Sicht noch nicht so ganz entwickelt wird, zumindest nicht in den frühen Kapiteln von Sacharja. In den späteren Kapiteln von Sacharja ist das dann aber schon der Fall. Da werden diese endzeitlichen Ereignisse noch sehr viel deutlicher dann ausformuliert. Und wir haben hier in Sacharja eigentlich ein ganz ähnliches Phänomen wie auch in Daniel. In Daniel ist es so, dass in Daniel 2 dieses Standbild gezeigt wird. Und wir haben schon gesagt, das ist wie ein Setzkasten, in den alle folgenden Prophetien von Daniel dann auch eingepasst werden können, sodass sich dann ein komplettes, in sich schlüssiges Bild auch ergibt, ein komplettes Panorama, einen praktischen Überblick über die Endzeit. Und die gleiche Situation haben wir hier auch bei Sacharja. Sacharja zeigt uns nämlich zunächst diese 8 Nachtgesichte und die nachfolgenden Kapitel, die detaillieren dann diese endzeitlichen Phänomene noch weiter, aber das ist didaktisch gut gemacht, wenn man sich da überhaupt ein Urteil auch zu erlauben will. Denn dadurch, dass man zunächst die 8 Nachtgesichte sieht und versteht, bekommt man einen Überblick über die Ereignisse, wie sie in der Endzeit ablaufen sollen. Und in diesem Überblick wird dann in weiteren Kapiteln in Sacharja diese endzeitlichen Details eingefügt, sodass man dann auch einen sauberen Überblick hat. Wenn wir Zeit finden dafür, können wir uns die dann auch nochmal im Detail anschauen. Dann bekommt Sacharja eine sehr, sehr schöne Struktur. Man sieht, wie fein Gottes Wort aufgebaut ist, wie klug das gemacht ist, wie liebevoll Gott immer wieder auch und auch fantasievoll die Endzeit beschreibt und uns viele Beispiele dazu gibt in Daniel, in Sacharja, in Jesaja, bis tief ins Alte Testament hinein, dann über die Endzeitreden Jesu in die Offenbarung. Das ist hochkomplex, sehr schön aufgelistet, sehr systematisch, sehr klug, auch didaktisch gemacht.
Also Gott gibt sich da große Mühe, um uns zu zeigen, was kommen soll. Das ist für mich immer eine schöne Sache zu sehen, wie Gott in der Bibel uns diese Informationen gibt, während die Bibel heute so oft abgewertet wird und in Misskredit gebracht wird, schlecht drüber gesprochen wird, in Gottesdiensten vernachlässigt wird. Und dennoch haben wir einen solchen Schatz in diesem Wort, das ist schon gigantisch. Also da fehlen eigentlich Worte für, um zu beschreiben, welchen Wert die Bibel für Christen hat, wie viel Licht in diesem Wort ist. Ich lasse es hierbei mal bewenden. Das ist komplex. Vielleicht macht es auch Sinn, den Clip zweimal anzuschauen. Es macht sicherlich auch Sinn, die Texte in der Bibel nochmal in Ruhe nachzulesen, dann den Clip vielleicht nochmal anzuschauen. Wie auch schon mehrfach gesagt ist, um das hier zu verstehen, unbedingt notwendig, die ersten Clips auch anzuschauen, weil wir hier sehr, sehr tief in die prophetischen Sichtweisen der Bibel eintauchen. Und das kann man nicht im Vorbeigehen machen, sondern da muss man sich wirklich auch mit beschäftigen und sich auch darauf einlassen und ein bisschen sattelfest auch sein, die Texte in Daniel, in Jesaja, aus der Offenbarung, da die einschlägigen Textstellen auch ein bisschen parat haben, um hier zu verstehen, was Sacharja uns hier vorstellt. Ich finde das wunderschön. Ich freue mich da sehr drüber, dass wir das so einordnen können. Wir haben jetzt schon zwei Fixpunkte damit festgelegt. Und in einem nächsten Clip schauen wir uns dann dieses Nachtgesicht an, das von dem Leuchter und von den beiden Ölbäumen handelt. Ich glaube, das wird auch wieder interessant. Wir haben das auch schon mal im Detail gemacht. Ich wiederhole das dann auch noch einfach nochmal kurz, weil es einfach zu den 8 Nachtgesichten auch dazugehört. Und dann haben wir schon 3 Fixpunkte. Und dann können wir in die Zwischenräume dann die Nachtgesichte von Sacharja einordnen, die uns dann noch fehlen. Und dann bekommen wir schon mal einen kleinen Überblick über die Nachtgesichte. Und dann schauen wir uns, wenn da Zeit so ist, die übrigen Kapitel an, die sich dann alle sehr fein in diese Struktur auch einfügen. Soweit mal in aller Kürze bis hierher. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen, einen erfolgreichen Tag und bis bald.